Hello, I'm a fossil and you're watching Gameaholics TV. Danke, Phil, aber das ist nicht unser richtiges Intro. Wahre Fans wissen, dass wir außer bei Short Facts, Crapcast und Maltese Weeklies eigentlich immer komische Intros selbst basteln. Also, hey ihr Fortnite-Fans da draußen, ich bin Benneus für... Über 41 Millionen Frauen in Deutschland leiden unter der Arschhubertus Dryptylodysplasexy und kontrollierte Arschmuskelkontraktion. Betroffene Frauen leiden im Alltag und werden sozial ausgegrenzt. Helfen Sie uns, dieses Krankheitsbild auch nachhaltig aus der Welt zu schaffen und diesen Frauen wieder ein lebenswertes Leben zu bescheren. Gameaholics TV. Und heute, meine Girls and Boys, geht es wieder um den Community Watch. Was hat die Fortnite-Community in der letzten Zeit so fabrisiert? Die zwei großen Moby Dicks, die momentan die Fortnite-Szene beherrschen, sind natürlich der Boogie Down Contest, wo einfach kleine Kinder epileptische Anfälle simulieren, um Preise zu gewinnen. Und natürlich die Lenkflugkörper, die gelenkte Rakete, die neue Waffe in Fortnite. Müsste ich meine Emotionen zur ferngelenkten Rakete zusammenfassen, wären das folgende Bilder und Töne. Deswegen brauche ich da jetzt auch kein weiteres Wort zu verschwenden, ist ja klar, wie ich sie finde jetzt. Die Community ist da etwas komplexer, als sie den Trailer gesehen haben, war die Reaktion sowas wie... Aber die Guided Missile hat auch positive Aspekte, wie zum Beispiel dieser junge Mann oder junge Frau hat es tatsächlich geschafft, hier mit der Rocket Ride einen quasi unendlich Flug hinzubekommen, in den er oder sie je nachdem eine Rakete abschießt und drauf springt und dann im Flug eine neue Rakete abschießt und dann wieder da drauf springt. Vor allen Dingen die Sprünge von Rakete zu Rakete in der Luft sind extrem schwierig und ziemlich geil anzusehen. Finde ich echt cool, Daumen hoch dafür. Besonders lustig finde ich auch hier neue Gleitervorschläge, zum Beispiel... Moms Kreditkarte, über den die Kiddies natürlich die ganzen Skins von Fortnite kaufen. Oder auch richtig, richtig königlich hier der Clickbait-Kreis für die Thumbnails. Dieser Kreis ist so präsent überall, warum nicht auch einfach gleich als Gleiter reinbringen? Ich meine ja nur. Diese Guided Missile-Situation aktuell ist sogar so schlimm, dass die Community sich selbst therapiert in kleinen Videos und Co. Und ich fand das Video super gemacht, aber es war leider ohne Ton. Deswegen hat der Onkel Benneus sich einfach mal hingesetzt und folgendes Video habe ich nicht gemacht, aber den Ton und alle Sounds und Musiken, die habe ich nachträglich drüber gelegt, um die Situation und die Dramatik der Guided Missile Situation zu unterstreichen. Ich bin umzingelt. Scheiße. Noch vor dem letzten Patch wäre ich jetzt im Arsch gewesen. Aber jetzt habe ich noch eine Rakete. Flieg, mein Schätzchen. Flieg. Schön. Hier nochmal der Hinweis, alle Links zu den Videos und den Urhebern findest du natürlich in der Beschreibung. Wenn du zwischen den Games auf die Toilette rennst und auf einmal die Hupe des Battlebusses hörst, aha! Ziemlich lustig fand ich auch folgenden Miniclip, wenn du im Fenster eine blaue Pump-Action siehst. Es ist halt echt so. Und hier nochmal der Beweis, dass Fortnite Pay to Win ist. Ja, guter Zufall, aber geil. Dieses Video ist auch geil unter dem Titel, das ist der wahre April-Scherz von Fortnite gewesen. Das könnte ich sein. Das könnte so ich sein. Oh mein Gott, was ein Troll. Bevor wir zum Boogie Down kommen, noch das ikonischste aktuell an Fortnite ist nicht dieser Sound hier, sondern tatsächlich die Twitter-Posts, dass die Server am Wackeln sind. Und manchmal gibt es diese 5-Minuten-Queues, in denen die Leute einfach auf Q tippen, aber dann auf einmal den PC verlassen und auf einmal landen alle hinten am Ende. Und wenn du da dann auf die wartest und sogar eine geile Waffe hast, dann kannst du so krass aufräumen wie er hier. Ich meine, das ist jetzt keine Kunst. Viel interessanter finde ich, überleg mal, was die Leute denken müssen, die woanders auf der Karte sind und diesen Kill-Log sehen, Alter. Was ist da denn los? Die müssen denken, da ist ein Terminator am Schlachten. Wie sieht das denn aus bei den Leuten in so kurzer Zeit? So unfassbar viele Spiele auf so unterschiedliche Art und Weise mit Sprengstoff, mit Spitzhacken, mit allem drum und dran. What? Epic Games hat momentan ein, naja, Gewinnspiel kann man es nennen, laufen, wo man Tänze einschicken soll, die dann ins Spiel kommen können als Emote und es gibt auch V-Bucks zu gewinnen und Co. Aber was man da sieht, hat wenig mit Tanzen zu tun, vielmehr mit...
Ich glaube, das hat nichts mehr mit Epic Games zu tun, Leute. Es geht eher darum, dass eine satanistische Kindervereinigung sich zusammengefunden hat, um ihren Oberfürsten zu beschwören und den Hashtag BoogieDown verwenden, um so viele Leute wie möglich für ihre Sache zu rekrutieren. Wir müssen eingreifen! Was sie nun sehen, kann sie zutiefst verstören. Es wird Zeit für allgemeinen Exorzismus. O Vater, der du bist im Himmel, reinige diesen unschuldigen Menschen vor diesem bösen Dämon, der von ihm Besitz ergriffen hat und ihn zur unnatürlichen Verrenkung antreibt. Ja. Den auch. Der muss weg. Ja. Reinige diesen jungen Körper vor der Versuchung und der Verseuchung des Bösen. Es ist an dir, ihm zu helfen, oh Gott. Habe ich überreagiert? Einen habe ich noch. Einer ist noch übrig. Das ist mein Bogey Dance. Irgendwo kannte ich den Typen her. Irgendwo kannte ich dieses. Und dann fiel es mir wie Schuppen vor den Augen. Ich kenne ihn aus etlichen Filmen. Habt ihr noch andere Filme, wo ihr den Sound gehört habt? Ich bin gespannt, ihr Lieben. Und wenn euch das Video einigermaßen gefallen hat, dann hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Community Watch mit dabei seid. Und vielleicht honoriert ihr das Ganze ja mit einem kleinen Däumchen. Das fände ich mega nice. Und ich wünsche dir den schönsten aller Tage. Und um das Ganze hier ein bisschen auf ein neues Niveau-Level zu heben, hier natürlich auch mein BoogieDown-Eintrag zum Schluss des Videos. Hui! Ben, MC Megaschwanzen liefert jetzt mal hart steil ab im Garten. Mega geil! Hui! Gameaholics Video. Videos haben kein normales Outro, sondern das hier. Das ist ein Outro. Dieses Outro mega fancy. Feiern Tina wie auch Nancy. Ben sein frischer Style vor schreckenden Knie ins Pfeil. Schwanzensaft, wie geil, mir fällt kein Text ein. Seil braucht man zum Klettern. Hacke, hack mit Beil, denn Peter findet das ganz geil.